Servus meine Freunde und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Hier im Hintergrund seht ihr 5 vorbereitete Player-Picks, aber das ist natürlich nicht das, was wir machen wollen. Das ist einfach nur nochmal so als kleines Gimmick vorweg. Wir müssen wie Evolution weitermachen, unseren Newton Beckham. Dann müssen wir uns noch für die Weekend League qualifizieren und genau das machen wir jetzt hier alles. Gehen wir mal rein, starten einfach mal los. 1 von 3, 80 plus. Martinez nehmen wir natürlich gleich mit. Natürlich, warum denn auch nicht? Ja, Thiago Silva. Ey, was ist los? Kann ruhig so weitergehen. Wenn wir jetzt hier alle 84er ziehen, das ist doch super, oder? Natürlich. Na, das war doch klar, dass wir das nicht so ziehen. Das war doch klar. Komm mal. Ja, ist gut. Dani Olmo kann auch gleich wieder weg. Und nochmal Angel Sosa. Ja, so. Gut. Dani Olmo weg. So viel dazu. Genau, wir haben ja letztens angefangen. Ja, Packs wollen wir jetzt hier nicht sehen. Das kann jetzt weg. Genau. Wir gehen mal kurz rein in eine Evo, ne? Wir sind jetzt Level 2, meine Freunde. Ein Spielchen habe ich schon gemacht. Wir müssen auf jeden Fall jetzt noch 4 Partien gewinnen. Und ganz normal einen Spieler nochmal machen. Ja, starten wir das mal. Und dann, wie gesagt, ne? Und für die Weekend League qualifizieren. Also schlagen wir ja quasi gleich 2 Fliegen mit einer Klappe, ne? Wir spielen mit unserem Main Team. Genau, das wollte ich eigentlich sagen. Ist aber noch nicht raus, ob ich jetzt in der Weekend League mit dem Team spiele, ne? Ich hatte mir da eigentlich noch ein bisschen was anderes überlegt. Lasst euch ein bisschen überraschen, meine Freunde. Auf jeden Fall abonniert gerne den Kanal. Ich sag schon mal vielen Dank im Voraus dazu. Lasst auf jeden Fall gerne gleich ein Like für das Video da. Danke, danke, danke. Und was ich natürlich noch sagen muss, mein Gaming-Partner Instant Gaming, ne? Link packe ich in der Videobeschreibung drin. Könnt ihr ruhig mal raufnehmen, der verlost gerade ein Spiel. Einfach auf den Link klicken, anmelden und ihr bekommt ein Spiel umsonst bei Instant Gaming, meine Freunde. Boah, das war jetzt so zu einfach. Das war jetzt wirklich zu einfach. Was war daran jetzt sehr schön? Nusch war daran sehr schön. Da kommt dann natürlich noch ran, alle Kassiers, ne? Na boah, Junge, schön gespielt, Junge. Kotscha, JJ. Kann doch nicht sein, dass da jedes Mal keiner ran geht, Alter. Das ist... Verstehe ich nicht. Also irgendwas ist hier richtig, richtig komisch beim Spielen, meine Freunde. Boing. Mann, Junge, geil gemacht, Alter. Gut gespielt. Hat er wirklich gut gespielt, aber abseits. Die hat da vorbeigeschossen, Alter. Anstrengend, das ist das erste Game, Alter. Wie kann denn das erste Game schon gleich so anstrengend sein? Komm on, und dann so ein Tor, Alter. Ach komm on, immer so eine Tore. Weißt du, er war zwar ein bisschen in der Ecke geschossen, aber er war doch jetzt nicht wirklich irgendwo hingeschossen, ey. Ja, da war der schon ein bisschen besser, aber auch lächerlich. Nicht mal irgendwas gemacht. Ach, geht doch. Es geht doch. Müssen wir wirklich mal machen. Bing Bong, Junge. So, jetzt Beckham, meine Freunde. Beckham. Der ist tatsächlich noch da. Und Tevez macht das nicht. Ich geh am Stock, Alter. Bing Bong. Das ist ja wirklich rumeiern, ja. Das kann doch wohl nicht sein, Alter. Er grätscht wie so ein Volltrottel einfach aus 3 Meter Entfernung irgendwo hin. Er grätscht einfach irgendwo hin. Nein, die KI sagt natürlich, du kriegst den Ball. Das war... Ist doch selbstverständlich. Ist doch selbstverständlich. Würde ja im Real Life auch so passieren. Ich grätsch einfach nach rechts und mein Gegner läuft nach links, aber ich hab trotzdem den Ball. Mann, ey, Leute. Oder halt hier das scheiß Matchmaking? Nee, habe ich nicht. Habe ich aus. Mann, wenn ich jetzt schon sehe, wie das hackt, ja, dann weiß ich schon wieder, was passiert. Wir müssen ganz schnell ein Tor schießen, meine Freunde. Irgendwie. Irgendwie.
Was? Komm, verarsch mich nicht, Alter. Hör doch auf, ey. Ist das schon wieder dein Ernst oder was? Das kann doch nicht sein. Ich kann mich doch nicht jeden Tag hier so aufregen über irgendeine... Ich bin auf 180. Glaubt ihr mir das? Ich glaube, ihr glaubt mir das, oder? Ich sehe das schon kommen, dass ich hier gleich einen Ring kriege. Ja, ich hab... Mann, Alter! Hau ab, ey! Mit deiner Verbindung hier! Echt, Alter! Ist zum Kotzen! Es ist zum Kotzen! Er soll sich einfach mit seiner Scheißverbindung. Man selber kann hier nicht spielen, bloß weil er hier mit einer 2000er Leitung spielt, oder was? Hör doch auf, Alter! Komm, wie ist was? Ich geh raus, Alter! Was ist da? Hier! Ey, gibt's da wohl ja nicht. So ein, könnt mich aufregen, Alter. Hier, meine Freunde, hier im Hintergrund seht ihr das. Ja, ich hab's mal kurz angemacht, ja. Ich komme jetzt gerade so oder so nicht rein, ja. Aber guckt euch doch mal die Trikots an. Mensch, Alter, geht doch mal wieder zurück zu den Standard. Die ganz normalen Trikots, die ganz normalen Deutschland-Trikots, die waren noch geil, oder? Die haben einen Absatz gehabt, ja. Ihr habt richtig Kohle damit gemacht, ja, mit dem Umsatz. Gibt's da ja nicht, ey. Ich meine, es ist ja schön, dass man immer mal wieder was Neues macht, ja. Das muss ja auch sein. Nationalmannschaft, die immer schon die gleichen Trikots hatte, ja. Ich verstehe das auch ja nicht, warum jetzt ständig immer die Trikots gewechselt werden müssen, ey. Könnt ihr nicht einfach bei eurer Hauptfarbe bleiben? Ist, geht das nicht? Funktioniert das nicht? Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Und dann fehlt bloß noch, dass sie sich so richtig blamieren. Das fehlt denn noch. Bis ich hier wieder eine Vorrunde raus oder so. Dann haben sie richtig was gekonnt, Alter. Ich weiß nicht, Leute, schreibt mir das mal in die Kommentare rein, ja. Wie ihr das so seht. Schreibt das mir einfach mal, bitte. Schreibt mir das mal, bitte. Ich finde, also ich muss persönlich sagen, ich finde das nicht gut, was sie da gemacht haben mit den Trikots. So, jetzt haben wir mal ein bisschen Pause gemacht. Ich habe mal eine Stunde komplett Pause gemacht, meine Freunde. Weil so konnte das ja wirklich nicht weitergehen. Sonst hätte ich hier wahrscheinlich irgendwann in meinen Bildschirm reingeschlagen. So sollte ja natürlich auch nicht sein, ne? Also man soll ja auch ein bisschen Spaß beim Zocken haben. Hab ich doch gesagt. Ich habe gesagt, wir sind durch. Aber nicht, dass Beckham das Tor macht. Aber ich freue mich trotzdem. Beckham macht das Tor. Einmal frei, meine Freunde. Bisschen glücklich durchgekommen. Bisschen glücklich. Bisschen glücklich. Da sind sie wieder. Die Versprecher der Woche. Bisschen glücklich durchgekommen. Bisschen glücklich durchgekommen. Beim zweiten Tor. Aber er sei ja. Malert. Guck. Geht er jetzt bitte raus? Kann er bitte jetzt rausgehen? Aber vorhin war das wirklich so, die ersten Spiele. Also irgendwas war anders. Controller total spät reagiert. Wie gesagt, bis auf den einen Sieg. Aber ansonsten die drei Niederlagen. Gut, das eine, die Internetverwirrung, das war ja wohl der Oberkracher, Alter, oder was? Ja, wirklich. Dass es sowas heutzutage überhaupt noch gibt, ja? Also ich habe ja jetzt auch nicht die super schnellste Leitung oder so, aber zum Normalzocken reicht das ja wohl dreimal aus. Boah, geil, Alter. Come on, Junge. Hey West, Alter, wo bist du, mein Kumpel? Hey West. Quatsch mich nicht voll, Alter. Mach das scheiß Ding da rein, oder was? Soll ich mich schon wieder aufregen jetzt, oder was? Und tschüss. Manchmal ist das wirklich so. Da kannst du spielen, wie du willst. Da läuft nichts. Wie gesagt, ich spiele ja auch nun in Liga 2, ne? Also das ist ja nun jetzt nicht so schlecht. Aber... Und die Gegner waren ja jetzt nicht besser gewesen vorhin, ne? Wo sind wir denn? Wie ist der aktuellste Stand? Ein Spiel müssen wir noch gewinnen. Eins müssen wir noch gewinnen. Dann haben wir 82 Tempo anstatt 80 und 88 im Schießen anstatt 86. Aber wie gesagt, so wie ich es am Anfang gesagt habe, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich das Team ist, mit dem ich in der Weekend League renne. Vielleicht brauche ich mir auch mal ein ganz neues. Was komplett anderes. Mit einer komplett anderen Aufstellung. Könnte ich ja auch mal wieder machen eigentlich. Oder? Schreibt es mir mal. Schreibt es mir mal, Rind. Ja, das möchte ich gerne mal wissen von euch. Oh, Mondi im Tor. Oh, entweder spielt der richtig, richtig gut. Und der denkt sich, er braucht keinen anderen Torhüter. Oder, keine Ahnung. Hä? Warum stellt man denn Mondi im Tor? Nehmen wir mal an, der wird gut sein oder nicht gut sein. Nö. Ja, bis jetzt war das ja lächerlich gerade eben. Durchgeschossen, meine Freunde. GG's. Geht ja so oder so raus. Warum gehen die alle raus, Alter? Was ist denn heute los? Stegen, er hat den Torwart rübergestellt, Alter. Den Torwart schon richtig gestellt.
Warum hat jetzt Mongdi den nicht erhalten? Das verstehe ich immer nicht. Ich verstehe das ja auch nicht, was das soll. Der Torwart einwandfrei rübergestellt, ja? Und dann so. Hier, ach Leute, komm, hör auf. Hör auf. Das muss selbst, das muss ein 75er Torhüter halten. Als wenn der Angst hat vom Ball, Alter. Was ist denn los, ey? Könnt mir aufregen über sowas. Könnte ich mir aufregen. Da unten durch. Würde niemals nicht würde das funktionieren. Da wäre das Ding drin hier. Kimmich mit links. Meine Fresse. War das ein Kracher. Ich hätte lieber das Tor von Kimmich ab. Hundertprozentig. Alter. Naja, geht doch, Alter. Von den wenigen, die immer kaum noch mit Icons spielen, oder? Oder ja nicht mit Icons spielen, oder? Naja, es geht doch. Es geht doch. Wenn man das macht mit dem Lupfer, mal was anderes, ja. Also mit dem Lupfer passt, ne? Mache ich ja sonst eigentlich ganz selten, ne? Jetzt ist es doch durch. Da ist es doch durch, meine Freunde. Haben wir tatsächlich wirklich noch die 26 Punkte geholt. Also ich lasse mich wirklich überraschen. Wenn mal was Besseres kommt, würde ich mich natürlich freuen. Aber ich gehe eigentlich schon mal davon aus, dass wir... Die Bernardo kenne ich ja auch nicht. Dass wir dann wirklich eigentlich nur 84 maximal bekommen hier irgendwie. Megapack 1, meine Freunde. Megapack Nummer 1. Brozovic, ja. Wie gesagt, ich sag dazu so oder so nicht. Dazu kann ich gar nicht sagen. Sag doch, ich hab nicht mal einen 84er gekriegt, oder? Könnt ihr euch das vorstellen? Nicht mal einen 84er gekriegt, ey. Mann. Gut, meine Freunde, das sollte gewesen sein von den Qualifikationen. Wir gucken noch mal ganz schnell drin, wo wir jetzt gerade aktuell stehen mit Beckham. Das haben wir fertig. Ohne Gegentor ist schon mal schön. Ne? Das untere haben wir auch gleich fertig eigentlich. Ein Spiel noch. Aber das andere wird noch mal ein bisschen komplizierter. Drei Spiele mit mindestens 2 Tore Vorsprung gewinnen. Ne? Das machen wir dann nächste Mal auf jeden Fall. Also morgen, übermorgen, also im Laufe der nächsten 2-3 Tage irgendwie kriegen wir das auf jeden Fall hin. Aber wie gesagt, mit 2 Toren Vorsprung, das ist auch manchmal ja nicht so einfach. Gerade nicht, wenn man Rivals spielt, ne? Und nicht einfach in Squad Battle trainiert, ne? Und das dann da gegen die KI spielt. Alles klar, meine Freunde. Macht das gut.